Herzlich willkommen zurück zu Uncharted 2 Among Thieves, Kapitel 12. Der Zug fährt ab. Wir müssen jetzt einen Zug holen und so in das Himalaya-Gebirge vordringen. Denn, wie wir im Tempel erfahren haben, soll da sich der Schatz befinden. Lazarevich hat uns die Karte auch abgezockt, aber wir wissen ungefähr, wo wir hin müssen. Wir spielen jetzt mal mit Chloe, da sie nicht hier ist. Jo, haben wir das nicht auch mal gemacht. Okay. Das letzte Mal, dass wir hier in der Stadt sind. Oh mein Gott. Ich habe keine Waffe. Ich habe aktuell keine Waffe. Was? Das ist ziemlich scheiße. Ich habe wirklich keine Waffe. Oh mein Gott, Leute, was machen wir jetzt? Wir müssen echt zusehen, dass wir einen vor hinten irgendwie attackieren. Das lief nicht gut. Egal. Ist, glaube ich, nicht so egal. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe keine Waffe, Mann. Soll das denn funktionieren? Also ohne Waffe ist ja richtig scheiße. Ja, was hat man sich denn hier mal gedacht? Wo sind meine Waffen denn hin, die ich vorher hatte? Ah, jetzt habe ich sie. Jetzt ein bisschen abwarten, du Klappspaten. Oh Gott, das fängt ja schon wieder scheiße an. Ja, die haben natürlich ein ganzes Waffenarsenal, natürlich. Läuft bei denen. Bei denen läuft. Das sieht so komisch gerade aus. Das ist ein Bug, das ist ein Bug. Kann man nicht umbringen, den Typen. Haben so viele Headshots jetzt gegeben. Das stirbt halt nicht. Nur 29 Schuss, by the way. Sehr geil. Ja, das wird ja ein Spaß. Bombenwerfer, wieso das denn? Ich den gestoppt habe, die Granate zu werfen, oder was? Schön in den Arsch. Junge, das juckt die gar nicht. Was zum... Ja, nice. Ihre Munition ist alle. Ja, toll. Sehr gut. Ist wirklich klasse, dass man hier so viel Munition hat. Nämlich gar keine. Gar keine Munition. Findet sie. Findet sie. Ja, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Hier bin ich. Ich habe die ganze Zeit gesucht. Hier bin ich. Yes, beat 'em up Action. Moskaliber, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, meine Freunde. Wir stürmen die Party. Oder auch nicht. Oder doch. Na, findest du mich nicht? Wie findest du denn das? Alles klar. Boah, das war schwer. Ohne Waffen am Anfang. Gab's noch nie sowas. Und hier ist der erste von 5 Schätzen. Die sie alle allein geschafft hat? Beeindruckt ist nicht das richtige Wort. 5 Schätze, Leute, gibt's hier. Na gut, dann gehen wir da mal hoch. Boah, der Anfang war echt ein bisschen holprig, aber was willst du machen, ne? Echt fies. Richtig gemein. So, da findet sich schon der nächste Schatz. Aber müssen wir irgendwie hochkommen. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Na, guck mal. Da ist eine Feuerleiter, aber ich komme nicht ran. Ja, ich will da drauf. Da findet sich nicht ein Schatz. Wenn du oben bist, tritt sie zu mir runter. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Danke. Jetzt bin ich aber fast erschlagen, ne? Hey, Elena. Ach, guck mal, was ich hab. Ich hab auch eine Waffe. Soll ich jetzt angeben? Ich hab sogar eine Moskaliber. Weiter geht's. Und was soll ich hiermit machen? Hm? Soll ich das einfach hier liegen lassen, Elena? Nur bei meiner Leiche. Genau. Und jetzt schwing dein Ding. Sehr gut. Okidoki. Ach, krieg es nicht auf. Ach, die arme Elena. Sie hängt fest. Ach so. Ich glaube, sie ist von der anderen Seite blockiert. Das geht jetzt wirklich gar nicht. Na gut, dann gehen wir mal hier dran. So kommen wir, denke ich, zur anderen Seite. Oh, shit. Schnell.
Oh, das war knapp. Kommen wir da jetzt so einfach hin? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich schon wieder sterben werde, das weiß ich. Denn ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir jetzt hin sollten. Wie läuft's mit der Tür? Sag mir mal lieber, wo ich hier ran soll, ne? Da komme ich nicht einfach so ohne weiteres hin. Wäre schlau, sich hier wieder runter zu hangeln, denke ich mal. Ja. Wenn das geht. Was nicht der Anschein hat, tatsächlich. Och, das ist ja doof. Hey, das muss man machen. Und öffne die Tür. Ja. Nee. Also so komme ich nicht weiter. Ah, ich habe eine Idee. Ja, passt. Na bitte, versuch's jetzt. Okay. Die ist gar nicht abgeschlossen. Die war einfach nur verriegelt, verbarrikadiert. Na gut. Aber das Problem ist ja jetzt gelöst. Oh nein. Hey, da ist jemand. Oh shit. Mist. Moskaliber kann ich sowieso nicht nehmen und bringt auch nichts. Ja, ihr seid ja lustig. Mein jetzt. Ist der mal langsam tot? Ja, geht doch. Den Spinner noch abschießen. Sehr gut. Der Typ mit seinem Helm, der kann mir erstmal gestohlen bleiben. Das ist gefährlicher. Das war der ohne Helm. Sehr gut. Ist er tot? Ich hoffe doch. Kommen da noch mehr? Der war vor wo? Was? Den habe ich im Nacken? Oh Gott. Ja, dann einmal wieder bitte wechseln. Gott. Tot. Was ein Stress schon wieder. Willkommen bei Uncharted. Was ein Stress. Holy shit. Komm, der nervt, ey. Kopfschussexperte. Dabei aim ich gar nicht immer nur für den Kopf. Es waren immer noch nicht alle. Oh mein Gott. Warum? Ja, wo sind die, ihr Scherzkekse? Wo sind denn die? Die sind Verbesserentdeckung, ne? Ja. Mal hier ein bisschen verharren. Oh, Glück gehabt, ey. Ich muss ja echt mit diesen Schilden arbeiten. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach, ey. Aber ich stelle mich ganz gut an, muss ich sagen. Was nicht so cool ist, sind die 14 Schuss, die mir nur verbleiben. 12 Schuss. Bitte. Na, danke. Elena, noch nie habe ich dich so geliebt. Okay. Los geht's. Jetzt komme ich hier aber nicht mehr drauf. Na, nice. Komm hier nicht mehr drauf. Das war's. Oder komme ich von hier rüber? Nö. Komme ich so hier drauf? Ja. So, jetzt aber. Na, geht doch. Was eine schwere Geburt. Das war wirklich eine schwere Geburt. Das wollte ich schon lange. Ja, aber was ist hier? Achso, hier war jetzt die Tür. Aber. Schatz Nummer 3. Die Schweinemaske. Oh, ne FAL. Vielen Dank für die Blumen. Ohne Witz, Mann. Das war echt eine heiße Angelegenheit. Die können wir auch noch plündern. Oh, Granaten. Gut, dass wir vorbeigeschaut haben. Wirklich. Sehr, sehr gut. Die letzten zwei Schätze gibt es erst im Zugabteil. Das heißt, wir können jetzt erstmal verharren. Wir sind beim Wasserturm. Ja, geschafft. Okay, runter. Oh. Gibt's auch einen Plan B? Ich arbeite dran.
Da ist sie. Flynn hat sie. Hast du Zweifel? Nein. Okay. Ich glaube, die wollen aufbrechen. Wir müssen uns beeilen. Ich gehe da jetzt runter, allein. Nate. Warte, hör mir zu. Du hörst nie zu. Du gehst jetzt darüber und holst uns einen von diesen hübschen... Geländewagen. Du machst den Fahrer. Ich gehe da rein, schnapp mir Chloe und du kommst dann kurz danach... Mit dem Fluchtwagen. Ja, ist klar. Dir auch? Glaub schon. Los. Das klingt wohl nach einem Plan, was? Okay. Na gut. Wow. Ja. Aber Vorsicht. Okay. Dann sehe ich dich, wenn ich dich sehe. Ja, dann sehe ich dich, wenn ich dich sehe. Das klingt auch nach einem Plan. Dann sehe ich dich, wenn ich dich sehe. Beste Aussage 2019. So, noch mehr Munition. Nicht ohne Grund, oder? So, hier muss auch noch irgendwo ein Schatz sein. Das weiß ich doch. Irgendwie zwischen den Zügen. Ne, hier war das. Die Krone, die sieht richtig geil aus. Oder was meint ihr? Sieht nice aus. Jo, schieben, Hauk. Und da sind wir nun im Zugabteil. Ja, wenn man seine Muskeln verbessern möchte, dann hat man hier eine Hantel, ne? Eine Hantel, die sich gewaschen hat. Holy shit. Glaube ich nur eine Achse vom Zug, aber hey, lasst mich. Hier gibt es auch noch irgendwo einen Schatz. Wo war der noch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Wo war der? Vielleicht auf der anderen Seite. Gucken wir erstmal. Was ist hier zu tun? Erstmal hier drauf. Ja, so kommen wir da auf jeden Fall schon mal rüber. Ja, was ist das für ein Tipp? Verdammt, wie komme ich da runter? Ich denke, es nützt nichts, sich hier über den Kopf zu zerbrechen. Wir gehen erstmal hier weiter. Es muss einen Weg rausgeben. Oh, es geht nur leider nicht. Doch. Einfach fallen lassen. Es muss einen Weg rausgeben. Ja, was du nicht sagst, ne? Da ist das. Seht ihr das? Da ist der letzte Schatz. Es glitzert. Und des Rätsels Lösung ist dieser Balken. Ja, cool. Der war echt sehr souverän geholt diesmal. Jetzt hier einfach rüberhangeln. Problem ist, ich sehe jetzt nicht, wo es ist, ne? Ah, hier. Und! Yes! Okay. Sehr komischer Schatz. Aber hey. Nimm, was man kriegen kann, ne? So, dann wieder zurück. Und ich denke, da wird irgendetwas sein, wo wir weiterkommen. Sollte ich da runter? Was sagt der Tipp? Finden Sie eine Möglichkeit, die Holztür zu durchbrechen. Ja, wir gucken erstmal, was hier ist. Ganz viele Farbeimer. Wir sind aber nicht bei Splatoon. Deswegen lassen wir die Farbeimer jetzt erstmal hier stehen. Finden Sie eine Möglichkeit, die Holztür zu durchbrechen. Aber ich habe immer noch keine gefunden, also. Gehen wir mal hier rein. Ist hier eine Möglichkeit, die Holztür zu durchbrechen? Oh, scheinbar ja. Ein Hebel. Oh, die Achterbahnfahrt ist nicht die schönste. Oh nein. Tschüss, Cosplay. Wir sind wieder Nathan Drake.
Kann nicht deaktiviert werden, oder was? Okay. Dann bleiben wir meinetwegen noch Chloe. Jetzt gibt's hier eine richtig krasse Ballersequenz, die es wirklich in sich hat. Und jetzt wahnsinnig viele Gegner. Oh mein Gott, wir kriegen Besuch. Von dem Typen hier. Oh, wir haben die Dragon. Ich habe die Sniper jetzt im Nahkampf verwendet. Ist auch interessant, ne? Macht auch nicht jeder. Ja, duck dich doch, Mensch. Oh Gott. Na, geht doch. Sollte man ruhig mal zielen, ne? Noch ein Sniper-Schuss. Und der ging daneben. Super. So lässt sich's leben. Tschüss, Mann. Ach, da haben wir noch mehr Schüsse. Okay. Gibt's da auch noch was zu snipern? Ja, da oben, der Idiot. Bam. Auf Nimmerwiedersehen. Schrotpistole. Die wollten wir ja auch mal ausprobieren. Werden wir auch noch. Oh mein Gott. Erstmal den Typen jetzt. Oh, nicht mit Schrotpistole, bitte. Schrotpistole können wir gegen den Idioten nutzen. Gegen alle Idioten, die hier nahe kommen. Oh, ist die geil. Die ist ja richtig geil. Oh, die liebe ich aber. Wie dafür gemacht, ey. Schrotpistole. Oh, shit. Ich glaube, mit den Typen ist nicht zu spaßen. Kann das sein? Nehmen wir die Dragon dafür. Der Zug ist weg. Deutsche Bahn. Oh Gott, was mit den Typen denn? Granate, würde ich sagen. Alle Granaten, ich habe. Viel Spaß damit. Plan C? Ja, gib Gas. Was? Ich springe auf den Zug. Bist du total verrückt? Fahr einfach nah genug ran. Das beantwortet meine Frage. Drück schon drauf! Und wie bitte willst du sie von dem Zug runterbekommen? So weit habe ich doch nicht geplant. Natürlich. Okay. Okay, auf geht's. Halt dich fest. Noch ein Stück. Warte. Jetzt. Spring! Na, das ist ja mal wieder ein Plan vor unseren Neffen. Kapitel 13. Zügiges Vorankommen, ja, ist ja ein lustiger Wortwitz, was? Das machen wir dann im nächsten Part. Und ich hoffe, ich kann jetzt wieder Nathan Drake sein. Ja. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns hier beim Zug wieder. Das wird ein richtig geiles, actionreiches Kapitel. Nicht verpassen, Leute. Bis dann und ciao.